Wieder so eine der Türen natürlich, ne? Okay, da müssen wir sowieso rein. Wieder ein Hebel, ne? Ja. Sieh. Ach so. Ja, ich habe jetzt natürlich zweimal nochmal Kreis gedrückt, ist ja klar. Die wird bestimmt jetzt gleich richtig hart behagt von den ganzen Typis, die ich jetzt hier aufwecke. Scheiße! Falsche Richtung. Okay. Ja, das war mit dem Ausweichen genauso geplant. So. Hört ihr es eigentlich, wenn ich so wie ein Bekloppter anfange zu drücken? Ist ja auch, man könnte ja so den einen oder anderen Angriff vielleicht ja auch aus dem Weg gehen, wenn man wüsste, wo man lang müsste, ne? Wenn man wüsste, wo man lang müsste, so rum. Ja. Fangen wir mal hier an. War klar. Er soll nur nicht zerbrechen. Wo ist er denn? Ja, siehste, sag ich doch. Der wird da von den Spacken behagt. Dann darf ich mich gleich erstmal wieder schön um den kümmern. Brich mir nicht weg. Ich glaube, der kann sich auch nicht zur Wehr setzen. Ich muss die Brücke irgendwie runterlassen, die Zugbrücke. Und dann wird er wahrscheinlich direkt drüber jumpen. Hat funktioniert, sehr gut. Okay. Sehr nice. Wie lange willst du denn da jetzt hängen, Homer? Soll ich dir währenddessen schon mal die Speere rausziehen? Nein, ne? Habe ich jetzt gerade keinen guten Zeitpunkt. Glaube ich jetzt hier lang muss. Aber ich kann mir vorstellen, dass die Brücke von oben, von den Türmen entsprechend oder von den Mauern auch runtergelassen werden kann. Ist nichts. Ist Feuer? Fire. Wo bin ich jetzt hier? Das bringt mir einfach mal gar nichts. Entschuldigung, aber das ist wirklich sinnlos. Ich glaube natürlich die... Warte. Warum kann ich mich denn da jetzt nicht runter... Das ist so dumm, ne? Weil es so einfach wäre, Dennis. So. Zack. Hier muss ein Hebel sein. Oder mein Bein ist kaputt. Das ist einfach nichts. Nee. Ich glaube, das war für den Arsch, ne? Super. Das ist geil. Ja, dann gehen wir halt nochmal hoch, ne? Hör mal, Schweiko, ich bin gleich so... Ich hab den Hebel nicht gesehen. War doch eine gute Entscheidung, nochmal hier hinzugehen. Komm hoch und rein, genau. Dann pflück ich dir gleich erstmal die Zahnstocher aus dem Fleisch, ne? So. Und. Aber mittlerweile gewöhnt er sich dran, ne? Na,
Waren das alle oder hast du noch irgendwo was irgendwo stecken? Ich glaube, das waren alle, ne? Perfekt. Ja, ich habe den Hebel eigentlich gesehen. Tut mir leid, dass du warten musstest. Ui, Alter. Ich wollte, dass er seinen Kopf wieder gedreht hat. Und ich in dem Moment losgelassen habe. Hast du deine Speere noch im Körper? Muss ich die jetzt nochmal rausziehen? Ich sehe keine mehr. Ah, doch. Hast du wohl. Gut. Und. Pluck. Ja, ist gut. Und. Pluck. Guck mal. Jetzt hat er gar nicht reagiert, ne? Also nicht mal gequietscht oder so. Zumindest habe ich nichts gehört. Vielleicht ein leichtes Winseln. Bin Dieseln. Es ist hier so dunkel. Mein Gott. Haben wir hier noch irgendwas für dich zu fressen? Sieht nicht danach aus, ne? Dann ab ins Freie. Alter, wie hoch geht's denn da raus? Okay. Kommst du oder kein Bock? Da passt du auch durch. Sodu, Atana Kam, Agiknag, Inaik, Atrikono. Also, das heißt alles andere als. Achso. Ate de Kadu, Arietiak, Agaraho. Ich wollte gerade sagen, das sah jetzt überhaupt nicht unruhig aus, oder das war eigentlich eher so. So ein bisschen genervt. Also, ich habe tatsächlich schon gedacht, dass der Hunger hat, ne? Was ist das? Okay, da müssen wir wahrscheinlich erstmal die Tür aufmachen. Okay. Was haben wir denn hier für Möglichkeiten? Ah, ich hab dir doch schon so viel zu fressen gegeben. Ich meine, okay, es ist ein großes Tier. Und ein großes Tier braucht wahrscheinlich auch viel Essen. Ja, nehmen wir die Kette erstmal, ne? Andere Möglichkeit sehe ich jetzt hier gerade auch nicht. Aber jetzt, wo der es angesprochen hat, ich habe auch ein bisschen Hunger. Ich werde mir da erstmal irgendwie eine schöne Schale Cornflakes oder sowas mal gönnen. Bevor ich, ja, Sport 3, 2, 3 und 4 noch mache. So. Finden wir hier denn was? So ein paar Fässer zum Beispiel. Fässer. Also ich habe kaum eine Stelle hier im Spiel gesehen, die weniger sagt, erkunde mich, ne? Weil das sieht einfach nur aus, als wenn es zu wäre. So könnte man hier auf jeden Fall nicht weiter. Trotz der Kette, okay. Ich versuch's einfach mal. Ich glaube, ich bin auch ein bisschen doof, oder? Weil man kann bestimmt auch hier an den Wagen vorbeigehen. Ruhig zu. Ja, siehst du. Ich habe doch gesagt, okay, der ist richtig eingekantet, ne? Ist da Essen drin? Also auf jeden Fall irgendwas drin, aber ich wüsste jetzt nicht, ob ich das als Essen bezeichnen würde. Uiuiuiui, das habe ich auch wirklich zu spät gesehen. Stopp. Kamera, hör auf damit. Das habe ich schon so oft gesagt. Nee.
okay. Ich wollte gerade sagen, irgendwie kann ich mit der Stelle hier gerade gar nichts anfangen. Wie soll ich das denn hochkriegen? Du Scherzkeks. Naja, immerhin gibt mir das Fässchen ein bisschen Licht, ne? Oh, die Schmetterlinge. Ich weiß jetzt nicht, wer das Licht gibt, aber... ist ja auch egal. So, ein Essen habe ich. Aber ich weiß halt trotzdem nicht, wie... ist hier irgendwo... irgendwo so ein Eimer oder so, wo ich das hochziehen kann? Nee. Wo soll ich diesen Bereich jetzt einfach weiter erkunden? Ich würde gerne irgendwo so einen Zielpunkt haben, ne? Irgendwo, wo es vielleicht leuchtet, wo man dann vielleicht hin muss. Vor allem, ich werde hier gleich wahrscheinlich 430 Mal im Kreis laufen, wenn es so weitergeht. Okay, es geht auch nach oben irgendwie. Vielleicht könnte mir der Tricom mir vielleicht noch ein bisschen Code spendieren, weil ich glaube, der hat ja auch so ein bisschen geleuchtet, ne? Das scheint aber doch nur ein kleiner Raum zu sein. Oh, wartet einmal kurz. So, da bin ich wieder. Nichts Wildes, muss nur einmal gerade ganz kurz. Ach, weil ich hatte so ein Kratzen im Hals. Ich bin nämlich heute wieder sehr, sehr allergisch. Vielleicht hört ihr auch die ganze Zeit schon, dass ich so ein bisschen angeschnupft bin. Keine Krankheit, nur Allergie. Aber dieses Jahr nervt die echt hart. Ja, ich habe keine Ahnung, was ich hier tun soll. Ich würde jetzt eigentlich sogar den Bildschirm mal ein bisschen heller machen wollen, weil ich weiß nicht, ob das... da ändert sich gerade einfach nichts, ne? Kann das sein? Nee, da ändert sich einfach mal nichts. Was ist das denn für ein Kram? Okay, alles klar. Ja. Das ist ja geil. Okay. Ist es heller als vorher? Nee, ne? Keine Ahnung. Also ich weiß halt nicht, ob ich hier irgendwo jetzt springen muss, weil ich sehe dann immer so Silhouetten von Plattformen, wo man sich vielleicht festhalten kann. Ich stelle das jetzt einfach nur nochmal auf normale Einstellung wieder zurück. Ja, jetzt sieht genauso aus wie vorher, ne? Wo man vielleicht sich festhalten kann, vielleicht aber auch nicht, ne? Und ich erkenne es auf jeden Fall nicht. Ich sehe nichts. Hm. Du kannst gerne aufheben, bitte. Dankeschön. Ich habe trotzdem keine Ahnung, wie ich das Ding dann jetzt hier hochkriegen soll. Wenn er Hunger hat. Vielleicht hat irgend so ein Schienenfahrzeug vielleicht irgendwie so eine so einen Haken oder sowas. Was dann vielleicht dran machen kann. Aber ich brauche erstmal ein Schienenfahrzeug. Ah! Ich glaube, wir sind jetzt da, wo wir gerade herkamen. Kann das sein? Jep. Ja, super. Es ist einfach zu dunkel. Oh, muss heute Abend noch zum Zahnarzt. Habe ich gar keinen Bock drauf. Habe ich einen Termin natürlich gemacht, als ich noch nicht irgendwie. Als mir noch nicht klar war, dass ich Urlaub habe. Weil habe ich gedacht, ja gut, dann nimmst du den Termin bei dir lieber abends. Aber jetzt habe ich gedacht, so, jetzt würde ich schon eigentlich gern so. So um 9 da sein, ne? Ich hasse das, wenn ich die ganze Zeit noch auf irgendwas warte, was ich vielleicht noch vorhab. Das ist voll nicht mein Ding. So, da ist eine Lücke. Das habe ich gesehen. Kann man hier weiter? Okay.
Ich habe wirklich keine Ahnung, ob hier irgendwas ist, was ich interessant finden könnte. Ich sehe halt nichts, ne? Also so ein bisschen was erkenne ich halt, aber es ist auch nicht viel. Da oben habe ich gerade was gesehen, oder? Oder war es doch einfach nur... Ich glaube, es war nichts, was ich gesehen habe. Schauen wir doch mal nach. Einmal will ich noch nachgucken. Und so oder so will ich dann gleich... Entschuldigung. Dann auch schon langsam Schicht machen wollen. Für heute zumindest. Für heute, ne? Aber die Stelle finde ich gerade, um ehrlich zu sein, ganz und gar nicht gut. Weil ich halt nicht weiß, bin ich richtig? Bin ich vielleicht zu blöd, das zu sehen? Kann ich es vielleicht nicht sehen, weil die Einstellungen anders oder falsch sind? Weil es einfach zu dunkel ist. Ach, wisst ihr was? Ich mache jetzt hier Schicht. Kein Bock mehr. Ich will nicht nochmal hochrennen. Gut, ja, dann gucken wir uns dann morgen hier nochmal ein bisschen weiter um. Ich denke mal, ich werde den Fernseher ein bisschen heller stellen. Werd versuchen, den Raum noch ein bisschen weiter... aber Strecke zu verdunkeln. Oh, weil, also das ist echt, es ist echt dunkel. Ich kann hier zum Beispiel unten rechts so ein bisschen was erkennen und ich glaube, ihr seht sogar noch weniger. Das hier zum Beispiel ein Stein, wo ich jetzt gerade gegengelaufen bin kurz. Und ja, da hinten kann man ein bisschen was erkennen. Ich weiß nicht, ob das so gewollt ist oder ob es im Fernseher liegt, keine Ahnung. Gut, das war's auf jeden Fall dann für heute mit The Last Guardian. Immerhin haben wir ja ein bisschen was geschafft. Ich finde es eigentlich auch ganz geil, dass wir eigentlich an jeder Stelle immer so ein bisschen hängen. Ne? Manchmal auch ein bisschen zu lang, gebe ich auch zu. Ne? Wie zum Beispiel mit dem Pendelgeschichten-Gedöns heute. Dass wir dann aber doch relativ, in Anführungsstrichen, zügig dann weiterkommen. Dass wir dann halt die ganze Zeit im Flow bleiben. Aber die Stelle, das könnte sein, dass wir hier vielleicht wirklich ein bisschen hängen, wenn es wirklich jetzt darum geht, durch die Dunkelheit zu kommen. Aber gut, ansonsten würde ich morgen den Fernseher ein bisschen heller stellen. Dann soll ich dann zumindest auch ein bisschen mehr erkennen können. Dann hoffentlich auch auf jetzt Rätselslösung dann kommen. Gut, also dann, ne? Danke fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns dann beim nächsten Mal hier wieder. Also bis dahin und tschüss.